Guten Abend. Guten Abend, Bürger, herzlich willkommen hier im Kanzleramt an der Pforte D. Wie Sie hören und vorhin sehen, habe ich für viele Bürger in diesem Land die Schnauze voll. Das ist übrigens Eierschecke. Ohne Hefe. Ja, die ganze Hefe braucht Frau Merkel für ihre Regierungspläne, damit die mal aufgehen. Das ist so, als würde jemand Sägemehl in Kuchen mischen und dann als Baumkuchen verkaufen. Wissen Sie? Sächsische Eierschecke hat natürlich Hefeteig. Und darüber ist eine Mischung von Quark, Butter, Eier und Zucker. Nur die Sachsen, nicht die verfälschen zurzeit das Rezept. Sie nehmen braunen Zucker. Lärm der Welt. So. Oh, oh, oh. Was denn? Herr Probi. Herr Probi. Das ist jetzt Blech Nummer 324 und 325. Oh, ganz vorsichtig. Sie müssen die Bleche so mit den Händen halten, hochhalten, vor allen Dingen wie die Sozis, die Kanzlerin. Und vor allen Dingen bloß nicht stürzen. Naja, ich weiß nicht. Ohne Kanzlerin ist die SPD wie ein Soufflé. Wenn man die Zutaten nicht richtig dosiert, fällt sie in sich zusammen. Ja, trotzdem, Rubin. Rubin, das wird nicht reichen. Sie müssen noch mehr Eierschecke ranschaffen. Das mache ich auf gar keinen Fall. Nein. Ich habe jetzt schon in ganz Berlin den Eierschecken-Check gemacht. Ah. Im Auftrag Ihrer Kanzlerin habe ich jetzt den ganzen Tag den gesamten Großraum Berlin nach Eierschecke abgesucht und aufgekauft. Und Sachsen? Na, da fahre ich nicht hin. Für die bin ich ein hessischer Migrant mit Bembel in der Grund. Das mache ich nicht. Herr Probin. Herr Probin, der Sachse sagt, Eierschecke ist Gottes Entschuldigung für Saumagen. Ja. Frau Merkel lädt hier heute zu einem besonderen Fest ein. Da kommt doch keiner mehr. Ne, wirklich, es steht doch überhaupt gar keiner mehr zu ihr. Der Vollhorst aus Bayern, der kommt bestimmt nicht mehr. Der ist ja stinksauer immer noch, dass er seinen Maßen losgeworden ist als Verfassungsschutzchef. Ja, und darüber war ja nun wieder die Annales. Nee, da muss man den Punkt mitsprechen. A. Annales. Hocherfreut über alle Maßen. Also weil wirklich der Fall Maßen, das ist doch ein Paradebeispiel dafür, wie man Politikverdrossenheit in diesem Land schürt. Ja. Ehrlich, haben Sie jemals einen Lokführer gesehen, der alle Signale überfährt und dann zur Strafe mit einem höheren Gehalt zum Staatssekretär und dann zum Bahnchef gemacht werden soll? Ja. Das ist doch eine absurde Vorstellung. Ja. Wenn Illoyalität und Unfähigkeit im Amt mit Karrieresprüngen belohnt wird, hat Horst Seehofer die Chance, UNO-Generalsekretär zu werden. Ach, ja. Das, das sagt übrigens Sigmar Gabriel. Ach was. Ja, und dessen Karrieresprung war ja Bungee-Jumping ohne Seil. Ja. Wobei ich gerade gelesen habe, dass Herr Maaßen nun doch nicht hier Staatssekret von der AfD, also Staatssekretär für die CSU Innenministerium werden soll. Ne? Ich meine, ehrlich gesagt, diesen ganzen Vorgang versteht doch überhaupt keiner, dieses ganze Hickhack. Ich garantiere Ihnen, zu dieser Party hier von Frau Merkel, da wird keiner mehr kommen. Nein, selbst Ihre eigenen Leute fallen ihr inzwischen in den Rücken. Stimmt. Der Einzige, der noch hinter Frau Merkel geschlossen steht, das ist der Großflughafen von Berlin-Brandenburg. Es ist so einsam um die Kanzlerin geworden. Ihr wird ja sogar der heiße Sommer vorgehalten. Ja, von der grünen Basis. Nein, von der AfD-Basis. Ach was. Ja, hören Sie nicht mehr, die Hitze hat uns doch die Merkel gebracht, damit sich die Flüchtlinge in Deutschland wie zu Hause fühlen. Ist doch wahr. Wenn du glaubst, Herr Probe, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die Merkel her. Was hat Ihnen Ihre Frau denn heute Morgen in den Tee getan? Nein, das hat Jörg Meuthen gesagt. Das ist ein Vorsitzender der AfD, ja. Jörg Meuthen. Und dann hat der Meuthen seinen Meuthen befohlen, Frau Merkel abzusetzen. Ach, Frau Merkel wollten schon viele absetzen, sogar von der Steuer. Die arme Frau kann nicht mal mehr zurücktreten. Sie steht schon mit dem Rücken an der Wand. Ja, aber ist das für Sie kein Problem. Da dreht sie sich einfach um und hat wieder alle hinter sich. Aber jetzt ehrlich mal. Herr Böll, diese ganze Deko hier, was soll denn das werden? Ja, Frau Merkel macht heute hier ein Original
sächsischen Heimatabend im Kanzleramt in Berlin. Bitte? Ja. In Berlin im Kanzleramt? Ja. Einen sächsischen Heimatabend? Ja. Da wüsste ich eine bessere Location. Ja, bitte? Im Dresdner Stollen. Ihr Humor ist heute unterirdisch. Ja, aber genau wie die Idee, hier im Kanzleramt einen sächsischen Heimatabend zu veranstalten, ausgerechnet in Berlin. Ja, für mich ist das nichts Neues. Unter mir war schon Walter Ulbricht, der Staatsratsvorsitzender. Und da war jede Ministerratstagung quasi ein sächsischer Heimatabend. Yeah. Ja, komm, fassen Sie mal hier mit an, wir müssen das alles schön dekorieren. Ja, Entschuldigung, in Chemnitz, da haben Hetzjagden auf Menschen stattgefunden. Ja. Auch jetzt, da die Demo am Freitag ist wieder aus dem Ruder gelaufen. Und da wollen Sie Sachsen feiern? Chemnitz ist nicht Sachsen. Na ja, dann nehmen Sie Köthen. Das ist Sachsen-Anhalt. Das ist alles eins. Sachsen ist der rechte Schandfleck der Republik. Das ist Murx. Nein, das wäre Marx. Wenn Ihr Karl Marx wüsste, wer sich da an seiner Rübe zusammenrottet, Herr Bölk, der würde sein Denkmal umschmelzen lassen. Ja, zum Mahnmal. Nein, zum Schandmal. Aufhören. Wenn ihr euch schon entleeren müsst, dann sucht euch gefälligst einen anderen Nischel aus. Ein Denkmal schließlich auch nur ein Mensch. Müsst ihr mich denn für alles missbrauchen? Ich bin total angepisst. Denn mit dem Satz, jedem nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Bedürfnissen, habe ich nicht euren Harndrang gemeint. Wer gibt euch überhaupt das Recht, meinen Kopf in Chemnitz auch noch zum Dixi-Klo für eure orale Notdurft zu missbrauchen? Ja, ihr dürft euch versammeln aus Protest, das ist ein Bürgerrecht. Und dabei könnt ihr mich mal zitieren, und zwar unverfälscht. Denn bei Proletarier aller Länder, vereinigt euch, liegt die Betonung bei Proletarier nicht auf Arier. Urin stinkt ist auch nur eine andere Bedeutung für Urinstinkt. Und mit die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern, meinte ich nicht Gauland oder Höcke. Deren Philosophie verhält sich zum Studium der realen Welt wie Ornanieren zu sexueller Liebe. Die Geschichte hat bewiesen, die euch verführen, wollen euch a priori nur wieder anführen, vorführen und abführen. A priori heißt übrigens von vornherein. Nun wisst ihr auch, was apropos heißt. Das ist doch Kacke. Ihr kritzelt an meinen Sockel. Chemnitz ist nicht braun oder grau. Natürlich nicht. Aber weil ich aus der Geschichte weiß, dass die braune Idee zur materiellen Gewalt wird, wenn sie sich an der grauen Masse vergreift, sehe ich schwarz. Ach, hätte mir mein Künstler auch Arme und Beine gegeben. Ich würde aufstehen und mich widersetzen. Das habt ihr mir schon wieder an den Sockel gepinkelt. Aber ich verzeihe euch. Lieber mehrmals das Bein heben, als einmal den Arm. Herr Probin, können Sie das bitte hier mal festhalten? Ich krieg meinen Wurm nicht hoch. Hier. Sprechen Sie mit mir bitte nicht wie mit Ihrer Frau. Ja. Und ich muss noch mal auf Sachsen zurückkommen. Ja. Bei der letzten Bundestagswahl, da hat die AfD in Sachsen fast 27% bekommen und 3 Direktmandate eingefahren. Okay. Das Ganze hat übrigens historische Gründe. Ach, jetzt kommt das wieder, Tal der Ahnungslosen. Und wir hatten ja die Mauer. Nein, aber es gab ja schon vorher mal eine Mauer. Bei den Römern. Den Limes. Und dieser Limes, der ist schuld daran, dass so viele im Osten rechtsradikal sind. Was? Wer sagt denn sowas? James Howes, das ist ein Professor aus Oxford. Der hat sogar ein Buch drüber geschrieben. Ja, der sagt, die Menschen, die heute östlich vom Limes leben, die neigen zu einer Ausländerfeindlichkeit. Hä? Weil alle, die westlich vom Limes gelebt haben, die haben Migranten, also zuerst die Römer und dann auch alle anderen, als freundlich kennengelernt. Ja? Ja, als etwas Positives. Die haben das Wasserklo mitgebracht und die Fußbodenheizung. Aber die östlich vom Limes gelebt haben, die haben die Migranten immer nur als fremde Besatzer kennengelernt, die mit Mord und Totschlag gekommen sind. Also die Hunden, die Schweden, die Russen. Die Wessis. Ja, alle kamen sie mit Schwert und Säbel. Und wenn dann heute eben so ein Syrer sein Messer zückt, tja, das sitzt tief. Seit über 1000 Jahren, sagt der Professor aus Oxford.
Ja, ohne Sachsen und Ostelbien hätte die NSDAP 1933 niemals die Mehrheit bekommen. Ach, jetzt kommt das wieder. Die strunzblöden Ossis sind schuld. Natürlich, wenn ich Dekan der Uni dieses Professors wäre, dann jagte ich den, Achtung Wortspiel, Oxford. Nach dessen These müsste die AfD in den Westländern gar keinen Zulauf bekommen. Da müsste die keiner wählen. Überhaupt nicht. Keiner müsste die wählen nach seiner These. Ja? Ich meine, wollen Sie jetzt auf Bayern anspielen? Natürlich. Entschuldigung, Bayern, das ist ein Sonderfall. Nein, Bayern ist ein Bergvolk. Ja. Und nein, alle Bergvölker neigen zum Extremismus. Ja, das sieht man an den Kurden, an den Afghanen, an den Österreichern. Ja, natürlich. Ja, viele davon leben in einer Tallage. Ja, da kommt man schwer an fremde Informationen, an fremde Einflüsse, fremde Gene. Und wenn man dann sein ganzes Leben lang nur mit der Cousine diskutiert, nicht, dann wird man auf die Dauer eben etwas stumpf. Ja, ich fasse mal zusammen. Die einen hatten keine Römerklos und die anderen lebten im Tal. Ja. Herr Frohwin, ich lasse mir nicht durch die Ereignisse von Chemnitz meine gute Meinung von unseren guten Sachsen schlechtreden. In Sachsen gab es große Geister. Ja, der letzte große Geist aus Sachsen hieß Regina Zindler und hatte einen Hit in Charts. Moschendrahtzaun. Wer bei gewissen Dingen seinen Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Ein Berater von Donald Trump. Nein, Gotthold Ephraim Lessing aus Kamenz. Ja. Ein Sachse. Ja. Oder denken Sie an Fichte. Jede Weihnacht. Oder an Beckmann. Den Sänger. Max Beckmann. Ach, der war Maler. Richtig. Oder denken Sie an die Widerstandsgruppe im Elbsandsteingebirge zur Nazizeit. Die Roten Bergsteiger. Ja, aber das ist doch nun alles Vergangenheit. Aber gegenwärtig bekommt die Linke sogar ein Direktmandat in Sachsen. Leipzig Nord. Und das konnten die wählen, ohne auf ein Römerklo geschissen zu haben. Ja, aber Herr Böll, Sie werden doch nicht bestreiten können, dass die Sachsen ein Problem mit Rechtsaußen haben. Was kann ich dafür, wenn Dynamo Dresden keinen Linksfuß engagiert hat? Ja, wenn man ein Problem immer nur verniedlicht, dann kommt irgendwas was Hässliches dabei raus. Schwibbögen. Bitte? Wir brauchen noch was typisch Sächsisches für diese Dekoration. Schwibbögen, was Anheimendes, Rauchermännchen, Meißner Porzellan und dann diese Eldorados für Hausstaubmilben. Plauener Spitzendeckchen. Ja, richtig. Ja. Ich könnte auch noch ein paar LKA-Mitarbeiter engagieren mit diesen schwarz-rot-goldenen Anglerhütchen. Nein, Herr Frohwin, keine Hutbürger. Ich stöbere noch mal in der Asservatenkammer rum. Oh, da komme ich mit. Vielleicht stehen da ja die Kessler-Zwillinge. In echt? In Keramik. Ach, natürlich. So. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, meine Damen und Herren, ich bin heute Abend sozusagen als Experte hier, weil ich in Sachsen lebe. Das ist ein bisschen seltsam. Bislang wurde ich immer nur eingeladen, obwohl ich dort wohne. Und ich bin ein sogenannter Wahlsachse. Ich komme ursprünglich aus Bayern. Das ist eine völlig kranke Mischung. Sachsen und Bayern. Also gleich zwei Freistaaten auf einmal. Und in dem einen geben auch noch die Rechten den Ton an. Der andere ist Ex-DDR. Also es ist eine Lose-Lose-Disposition. Und für die echten Sachsen ist das noch schlimmer, als wenn ich nur Wessi wäre. Die sagen, das sei zynisch. Wahlsachse. Das heißt, ich habe mir das Handicap auch noch selber ausgesucht. Sie müssen von Geburt an damit leben. Gehen Sie mal mit geschlossenen Lidern zu einem Sehbehinderten und verkünden, hallo, ich bin Wahlblinder. Da drückt er auch nicht zwei Augen zu. Also höchstens Ihre. Also verstehen Sie bitte nicht falsch. Sachse sein ist natürlich keine Behinderung, sondern eine Diagnose, die jeder ungefragt stellt. Die Leute hören Sächsisch und denken sofort Faschist. Dabei ist doch vollkommen klar, dass nicht jeder Sachse ein Faschist ist. Es ist ja auch nicht jeder Chirurg ein Trinker. Manche Trinker sind auch Pilot. Aber viele Sachsen fragen sich gerade, woher kommt dieses Vorurteil?
Nur wegen Chemnitz, Klausnitz, Heidenau, Freital, Meißen, Bautzen, Mügeln, Hoyerswerda, Leipzig-Konnewitz, Pegida in Dresden und dem NSU in Zwickau? Deshalb bist du nicht ein ganzes Land gleich rechts. Man nennt ja auch nicht jeden Laden, in dem nur eine Wursttheke steht, gleich Metzgerei. Aber es kommt bei einem Vorurteil natürlich auch immer darauf an, womit man es vergleicht. Um jetzt ein Klischee zu nehmen, das auch die Fernsehzuschauer interessiert, Geschlechtsteile von Afrikanern. Natürlich haben Farbige ein größeres Glied als zum Beispiel Frauen. Der Vergleich macht's. Oder die Chirurgen. Natürlich wird in einem Operationssaal mehr gesoffen als zum Beispiel in einer Cocktailbar. Und natürlich gibt es in Sachsen mehr Rechtsextremismus, als auf eine Kuhhaut geht. Aber immer noch weniger, als die Polizei erlaubt. Aber sogar die Rechten jammern rum, dass sie als rechts beschimpft werden. Immer dieses Geflänne, wir sind doch keine Nazis. Natürlich sind sie keine Nazis. Kein Nazi war so eine Heulzuse. Stellen Sie sich mal vor, die hätten sich 38 nach der Reichspogromnacht hingestellt und rumgeheult. Es war aber gar keine Hetzjagd. Wir wären ein Jahr später noch nicht mal bis Polen gekommen. Und ich höre in letzter Zeit immer öfter den Vorwurf, ich sei ein arroganter Wessi. Das ist auch sowas. Ich bin doch nicht arrogant, nur weil ich Wessi bin. Ich bin arrogant, weil ich arrogant bin. Aber ich liebe diese Shitstorms. Also gegen mich. Gibt es eine größere Respektsbezeugung? Die Vorstellung, dass ich Menschen so viel bedeute, dass sie wegen mir eine Adrenalinausschüttung kriegen. Das Herz geht schneller, der Blutdruck steigt, bei manchen wechselt sogar die Gesichtsfarbe. Die halten mitunter ihren Stuhl zurück, nur weil sie erst dieses Gefühl für mich loswerden müssen. Und dann gehen sie an die Tastatur, holen raus, was das Völkische hergibt, posten das und präsentieren sich damit der gesamten Weltöffentlichkeit als unzivilisierter Kotzbrocken. Und das alles nur, um mich damit zu treffen. Da werde ich fast ein bisschen geil. Wenn ich den Tretter sehe, könnte ich kotzen, bis nur noch Galle kommt. Das ist tief gefühlt. Jemandem so persönliche Zeilen widmen, das machen die sonst nur an Muttertag. Und das ist ja auch nur die eine Seite. Während die Hasser die ganze Zeit an mich denken, sitze ich irgendwo an einem Ufer in der Sonne. Es duftet nach Rosmarin und gegrilltem Fisch. Ich habe die Hand auf einem nackten Oberschenkel, also meinem. Und dann sehe ich für den Bruchteil einer Sekunde aus dem Augenwinkel, wie eine Fruchtfliege von meinem kältebeschlagenen Weinglas wegfliegt. Dieses kleine Insekt, das schon morgen nicht mehr sein wird, mehr von meiner Aufmerksamkeit erregt, als die jemals kriegen werden. Ist das nicht wunderbar? So, Herr Frohwin. So, Herr Frohwin, dann tragen wir mal die Kiste dorthin. Und hätten Sie dann bitte die Güte, sie auch noch auszupacken? Ja, aber nur unter Protest. So, was haben wir denn hier mitgenommen? Schwibbogen. Ja. Nussknacker. Nussknacker. Was ist das denn hier? Ein Keilriemen für Trabi. Ach so. Oh. Das passt aber wirklich gut zum sächsischen Heimatabend. Eine Büste von Helmut Kohl. Froh wie, das ist Buddha. Ja. Obwohl mit dem debilen Grinsen ginge der Buddha gut als Kurt Biedenkopf-Büste rum. King Kohl. King Kurt, genau. Ja. Und es würde auch sehr gut zum sächsischen Heimatabend passen. Der Kurt Biedenkopf, der hat ja schon 2000 gesagt, meine Sachsen sind immun gegen Rechtsradikalismus. Der war schon vor unserer Zeit auf dem rechten Auge blind. Ja, sagen wir so, er hatte eine leichte Bindehautentzündung. Ja, dann hat aber der jetzige Ministerpräsident von Sachsen, der Kretschmer, hat dann beide Augen verklebt. Was hat er zu Chemnitz gesagt? Es gab keinen rechten Mob? Ja,
Horst Seehofer hat sogar gesagt, er hätte Verständnis und wäre mit den Bürgern mitmarschiert. Ach echt? Ja. Ich gestehe Ihnen was, bei Seehofer habe ich immer das Gefühl, wenn ich den sehe, gleich sagt er was Blödes. Ja. Und Moment. Das Blöde ist, dann sagt das auch. Die Migration ist die Mutter aller Probleme. Ja, da hat er sich nur versprochen. Es sollte eigentlich gegen die Merkel gehen. Er wollte sagen, die Migration aller Probleme ist Mutti. Die Mutter aller Probleme ist die Mutter von Seehofer. So muss der Satz heißen. Weil der Mann ist unter anderem Integrationsminister. Herr Frohwind, zuallererst ist er mal Chef des Heimatmuseums, Ministeriums. Und Braunkohletagebau, Bankenkrise und der Dieselbetrug von VW und Konsorten. Das müssen sich die Flüchtlinge schon mal von ihm vorhalten lassen. Ja, aber die Polizei in Chemnitz, sie hätte doch wenigstens dafür sorgen müssen, dass dieses Hitlergegröle nicht stattfindet und die rechten Arme hochgereckt werden. Jetzt im Hambacher Forst, ja, diesem kleinen Wäldchen, was da abgeholzt werden soll, da kommen 4000 Polizisten auf 200 Baumumarmer. Entschuldigung, das ist ein Betreuungsschlüssel, da wird aber jede Kita von träumen. Ja. Zwanzig Polizisten passen auf einen Öko auf. Soll das heißen, ein Öko passt auf 20 Polizisten auf? Entschuldigung, aber da kam es doch in diesem Dings, da kam es doch zum Fäkalienwurf. Ja, das stimmt. Ja. Die haben mit Fäkalien geworfen und wissen Sie, wie ätzend Eichhörnchenkuddeln auf der Haut sein können? Wissen Sie, was wirklich ätzend ist, dass da in Chemnitz nicht mal 300 Polizisten auf fast 6000 aufgeheizte Demonstranten kamen? Ja, das kommt davon, wenn man jahrelang Stellen bei der Polizei abbaut. Mhm. Ich frage Sie, kennen Sie den Unterschied zwischen einem sächsischen Polizeirevier und Adidas? Adidas hat mehr Streifen. Naja. Und dann? Und dann hat die Polizei in Chemnitz auch noch gesagt, ja, die Lage der Bereitschaftspolizei da war hoffnungslos, aber nicht ernst. Da gab es ja auch Fäkalwurf. Also verbal. Fäkalauswurf. Ich wusste gar nicht, dass der Höcke auch was gesagt hat. Herr Frohwind, dass die deutsche Polizei gegenüber Rechten zurückhaltender ist bei Demonstrationen und solchen Sachen, das hat in Deutschland Tradition. Ja, aber man muss doch nicht jede Tradition bewahren. Gut, Traditionen sind regional unterschiedlich. In Sachsen kommt in die Eierschecke kommen da Eier rein. Und in China kommen in den Hundekuchen. Ja. Tradition heißt Bewahrung des Feuers und nicht Anbetung der Asche. Wer sagt das? Gustav Mahler. Wer war der Maler? Ein Komponist. Meine Damen und Herren, durch die Ereignisse der letzten Wochen und Monate ist die sächsische Polizei immer wieder in die Kritik geraten. Um das Vertrauen der Bevölkerung wiederzugewinnen, hat die sächsische Polizei nun die Initiative Bürgernah, aber ja gestartet. Deshalb schalten wir jetzt zur Pressekonferenz. Ja, kann mir das jetzt hier mal jemand abnehmen? Ja, das ist jetzt. Können wir? Geht's los? Ja, wunderbar. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer hier etwas improvisierten Pressekonferenz zur gestrigen Demo. Hasso, ganz ruhig. Komm mal her. Komm, Hasso, komm. Ja? Ja, also es war eine Demo von rechten Elementen. Ja? Wir von der Polizei haben zum ersten Mal mit den Gegnern dieser Demonstration zusammengearbeitet, Hand in Hand. Neben mir sitzt Herr Dünnemann. Ich heiße Dünnemann. Dünnemann. Ah ja, Dünnemann. Dünnemann. Ja, steht ja auch so in Ihrer Akte. Ja. Gut, Herr Dünnemann. Ja. Sie dürfen. Ja, also wir vom Aktionskreis Anti-Rechts. Hasso, komm mal her. Komm mal zu mir. Komm. Schön. Ja? Also mit mir meinte ich so ein Aktionsbündnis aus Demokraten, also Christen, Gewerkschafter. Hasso, bei Fuß. Komm. Also Sozialdemokraten, Grüne, Linke. Hasso. Und nicht zu vergessen die regionale Antifa. Hasso, komm jetzt mal. Ja, komm her. Kein Chaot weit und breit. Komm her. Ja? So. Unser Hasso, speziell abgerichtet auf Demonstrationen. Ja. Aber sonst ist ein ganz lieber. Ja. Hasso, bist du ein Feiner. Ein Feiner. Ja.
So, bitte, Herr Dünnemann. Dünnemann. Ja, ja, Dünnemann. Steht ja so in der Akte. Dünnemann. Also, wir sind ein Aktionsbündnis und wir sind Zivilgesellschaft und wir sind multikulturell. Hast so kein Neger da. Komm. Bei uns kann jeder mitmarschieren, tolerante Christen, Schwule, Lesben, Unentschiedene, so. Pazifisten. Ach so, also. Und die radikale Linke. Ach so, jetzt komm mal her, jetzt lass mal den Onkel los, komm jetzt, komm. Ja. Mensch, was soll denn das? Ich meine ja den Hund ganz mit Schucke. Ja, Entschuldigung. Oh. Ja. Also insgesamt war die Demonstration doch recht erfolgreich. Wir von der Polizei, wir haben jetzt also überhaupt nicht mit unseren Kollegen, also mit den da den rechten Demonstranten, also wir haben nicht so etwas wie Sympathie gezeigt, sondern sowas wie Distanz gewahrt. Ja. Ne, Herr Dünnemann? Dünnemann, ja, steht ja auch in der Akte. Ja, also dann, was wir aber unbedingt brauchen von der Polizei bei solchen Demonstrationen, ist deutlich mehr Tränengas, Wasserwerfer und gepanzerte Toilettenhäuschen. Ah ja, jedenfalls kein Fußbreit den Faschisten. Faschisten, Rechte, Nazis. Nö, er springt nicht auf alles an. Linke. Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? Sind Sie denn verrückt geworden, den Hund so zu erschrecken? Meine Fresse, sagt der Linke. Pass aus. Entschuldigung. Ja, gut, also insgesamt war die Aktion doch recht entspannt. Ja, wir können sagen, wir können uns inzwischen ganz gut riechen. Hasso. Jetzt muss man allerdings schon sagen, dass ja nicht nur die Polizei von dieser Demonstration total überrascht worden ist, sondern auch viele Demonstranten selbst. Ja, manche haben gar nicht gemerkt, dass sie mit Rechtsradikalen mitmarschiert sind. Ja, eben. Und deshalb, meine Damen und Herren, für Sie als kleine Serviceleistung jetzt von uns, ich mache das jetzt einfach mal. War nicht abgesprochen. Nee, das war nicht abgesprochen. Ich mach das jetzt mal. Soll ganz ich spontan. Ja, das wär super. Von uns eine kleine Serviceleistung, wie Sie, wenn Sie bei einem solchen Trauermarsch vielleicht auch mal mitmarschieren möchten, erkennen, ob da Rechtsradikale sind oder nicht. Ja, wenn dann nämlich zum Beispiel Ihr Nachbar plötzlich ruft... Ich jetzt? Ja. Ausländer raus! Ja, dann muss das nicht unbedingt ein Ausdruck von Trauer sein. Nein, da könnten Sie vielleicht schon ein bisschen stutzig werden. Und wenn er dann plötzlich grölt... Wir sind die Fans von Hitlers Hooligans. Gut, dann kann das durchaus auch missverständlich sein. Ne? Es muss nicht rechtsradikal sein. Vielleicht ist auch Adolf Hitler nur eine Erfindung von Bruno Ganz gewesen. Wer weiß es. Ja? Und wenn dann der Nachbar plötzlich den rechten Arm hochreckt... dann muss es auch nicht der Hitlergruß sein. Nein, er kann vielleicht nur einen befreundeten Ausländer in der Menge zuwinken wollen. Ja. Und wenn dann Ihr Nachbar plötzlich hinter einem Ausländer herrennt, dann trainieren die beiden vielleicht für den Berlin-Marathon. Ja. Wenn Sie aber sicher gehen wollen, an einer Demonstration teilzunehmen, wo Sie mit Sicherheit nicht auf Rechtsradikale aus AfD, Pegida und LKA treffen... Laufen Sie vielleicht bei der nächsten Demonstration mit Leuten mit, die wirklich die Verfassung schützen wollen? Ja, die haben auch die deutlich schönere Musik. Ja, aber kann ich jetzt noch mal auf die Römerklos zurückkommen? Hol ich mir einen Kuchen. Nein, Finger weg! Ich wollte Ihnen das jetzt mal in Ruhe erklären. Die Sachsen wählen doch nicht AfD, weil ihre Vorfahren, also die Vorfahren, die Ahnen der Sachsen, irgendwann ihren Haufen in einen Wald gemacht haben. Sondern? Weil sie sich abgehängt fühlen. Abgehängt? Mit dem besten Internet in ganz Deutschland. Ich meinte doch nicht mit virtuell abgehängt, sondern analog, in echt. Ja gut, aber wenn ich mich abgehängt fühle, dann wähle ich doch nicht die AfD. Herr Böck, dann wähle ich aus Protest irgendwas anderes. Die Linken, die Grünen, die von mir aus auch die Sozis. Aber die haben Programme. Ja, dann würde sich ja vielleicht doch mal was verändern. Veränderungen hat die Ostdeutschen genug. Versetzen Sie sich doch mal die Lage von einem Ostdeutschen. Ja, bloß nicht, da verdiene ich ja nur noch die Hälfte. Gut. Dann stellen Sie sich mal vor, Sie werden mit Geld und guten Worten gelockt. Das Erste, was Sie verlieren, ist Ihr Land, dann Ihren Job, dann verlieren Sie das Geld, das Sie eigentlich nie hatten. Und zum Schluss hat man nicht mal gute Worte für Sie. Wie fühlt sich das an? Scheiße?
Ja, scheiße. Ob mit oder ohne Römerklos. Ja, aber das verstehe ich doch auch alles. Ich verstehe es doch. Ja, das kann ich alles nachvollziehen. Aber Herr Böck, deswegen wählt man doch trotzdem bitte keine Partei komplett ohne Programm. Haben Sie die Generaldebatte im Bundestag gesehen? Das ist der Moment, wo die Opposition die Chance hat, die Regierung zu stellen, wo die ihre Themen setzen kann. Und was macht der Oppositionsführer der größten Oppositionspartei, Alexander Gauland? Er spricht über exakt ein Thema. Na, lassen Sie mich raten, Flüchtlinge. Ja. Und er hätte über alles Mögliche reden können, über die vielen Probleme in unserem Land, über die Pflege, über die Rente, über die Arbeitslosigkeit, über die Bildung, über die Digitalisierung, 100.000 Sachen. Aber nein, er redet nur über die Flüchtlinge. Aber dann kommt Martin Schulz und tut das, was er am besten kann. Genau, er rennt in jede Falle, die man ihm hinstellt. Nein, er ist emotional geworden. Er hat den Rechten mal so richtig die Meinung gegeigt. Ach ja, er hat sich echauffiert, ja. Und dann hat sich die Kanzlerin echauffiert. Ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, eben. Und dann hat sich plötzlich der ganze Bundestag echauffiert. Und die AfD hat es mal wieder geschafft. Der ganze Bundestag debattiert nur über ihre zwei Lieblingsthemen. Über Flüchtlinge und über die AfD selbst. Aber man muss doch mal emotional werden können. In der AfD sind nun mal Rechtsextremisten. Ja, aber da sitzen auch Wirtschaftsliberale. Das sind Mitte-Extremisten. Die wollen, dass die Reichen keine Steuern mehr zahlen. Die AfD zerfällt inzwischen in zwei Flügel. Die einen wollen reiche Deutsche und die anderen das Deutsche Reich. Ja, wegen mir wie 33. Nein, das will ich nicht sagen. Ich meine, gefühlt 33 Mal haben wir in den letzten 5 Minuten den Begriff AfD genannt. In echt? Ja. Und wissen Sie, wie man sowas in der Werbung nennt? Wiederholungseffekt. Und das Problem ist, je öfter ein Begriff wiederholt wird, desto mehr positive Emotionen werden dran geknüpft. Dann sollten wir uns zukünftig die AfD verkneifen. Ja, aber ich meine, man darf sich doch die Emotionen nicht verkneifen. Verstehen Sie? Will. Die Begriffe wie Heimat oder christliches Abendland, da sollen doch positive Emotionen dran geknüpft werden. Und das soll man auf gar keinen Fall auch denjenigen überlassen, deren Namen jetzt nicht mehr genannt werden darf. Man sollte die Debatte vielleicht einfach nur ein bisschen versachlichen. Ja, sachliche Emotionen. Ja, oder emotionale Sachlichkeit. So. Ja, nehmen wir doch mal das Gerede vom christlichen Abendland. Vor 6 Jahren, da hat nur die Hälfte der Deutschen angegeben, dass sie glauben, dass Deutschland vom Christentum geprägt ist. Heute sind das 2/3. In derselben Zeit ist aber die Zahl der Gottesdienstbesucher zurückgegangen, um fast 1 Million. Seit wann hat denn die Kirche was mit dem Christentum zu tun? Gut. Okay, ja. Meinetwegen Punkt für Sie. Aber ehrlich, wenn heute einer von christlicher Prägung spricht, dann sagt er das doch in der Umfrage nur, weil er was gegen den Islam sagen will. Aber wenn Sie den dann wirklich fragen, Entschuldigung, was ist denn Ostern passiert? Dann kriegen Sie zur Antwort, na ja, da haben doch die den Hasen so lange da an das Kreuz gekloppt, bis dem vor lauter Schreck die Eier aus dem Beutel gehüpft sind. Christliche Prägung. Wenn heute einer von der sagen Sie in Zukunft Anstalt für Demagogen. Ja, wenn die von Heimat sprechen, dann folgt das immer exakt einer Definition. Heimat ist da, wo alles so bleiben soll, wie wir das wollen. Und dann sage ich Ihnen ehrlich, Herr Böck, da bin ich raus. Dann brauche ich keine Heimat. Was ist denn die Logik davon? Die Logik ist, wer schreit, hat Recht und wer am lautesten schreit, hat das Heimatrecht. Das ist keine Heimat, das ist Schreimat. Aber, Herr Probin, selbst Sie haben doch sowas wie Abstammung. Ja. Obwohl, also mehr Herkunft. Ja, natürlich, aber man kann sich ja nicht aussuchen, wer einen gemacht hat. Ich habe neulich so eine Nachmittagstalkshow gesehen, da hatte eine Mutter aus Dresden Stress mit ihrem Sohn. Da schreit die den Sohn plötzlich an, hör, ich bin deine Mutter, du Hurensohn. Ja, da ist ja nun weder Abstammung noch Herkunft geklärt. Nee, aber wir haben noch einen Deutschen gemeinsame Geschichte, wir haben eine gemeinsame Kultur, ob in Ost und West, wir haben sogar eine kulinarische Kultur. Ich sage nur Sauerkraut, Bier und Wurst. Weißkraut haben die Griechen schon konserviert. Da war Germanien so weit von der Hochkultur entfernt wie die CSU von der christlichen Partei. Die Sumerer haben das Bier erfunden. Und wer hat die Wurst erfunden? Die Chinesen. Ja, was den meisten sowieso wurscht ist, weil sie lieber deutschen Döner essen. Ja,
Die, die so laut von Heimat schreien, die gehen doch am liebsten sonntags zum traditionsreichen Sonntagsessen in ein heimatliches Restaurant zu Burger King. Da essen sie dann Chicken Nuggets und Pommes XXL. Die Chicken aus Brasilien, die Kartoffeln aus Marokko, das Frittieröl aus Indonesien. Aber bitte sollen Sie doch machen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Nein, Heimat lädt ein und grenzt nicht aus. Und für alle diejenigen, die unbedingt begrenzt sein wollen, für die würde ich vorschlagen, nennen wir irgend so ein Kaff um in Heimat. Ja, da können die alle hinziehen, können ihren Häuptling da zum Heimatminister machen. Dann können die da überall Gartenzwerge aufstellen mit so einem kleinen Oberlippenbärtchen und können das Ganze Heilmat nennen. Uns richtig lustig finden. Und für mich stellen sie bitte ein Schild vorne an die Heimat. Du musst draußen bleiben. Punkt. Als jetzt zum Schluss der Punkt kam, war ich richtig erleichtert. Aber dieser, also wir wissen schon, Partei, der geht es nicht um Heimat. Der geht es um Ängste. Ja, zum Beispiel um diese absurde Angst, von einem Syrer vergewaltigt zu werden. Vera Lengsfeld, die Mutter Teresa des Rassenwahns, hat behauptet, in Chemnitz gab es 60 Vergewaltigungen und 56 davon durch Ausländer. Ja, die Polizei bestätigt, es waren 14 Vergewaltigungen, 3 davon von Menschen mit Migrationshintergrund. Also 56 zu 3. Gleichzeitig gab es in Chemnitz aber 4000 Verkehrsunfälle. Jetzt frage ich Sie mal, Herr Bölk, was ist denn gefährlicher? Autos oder ein sexgeiler Syrer? Die Bild-Zeitung würde titeln, Autos voller sexgeiler Syrer. Hallo, Leute. Mann. Was ist das für ein Klima hier, ja? Obwohl, der Sommer war klasse, oder? Der Sommer war doch gut, oder? Ja, bitte, ein Beifall für den Sommer. Ja, das war doch klasse. Deswegen sind wir extra jahrelang Auto gefahren, dass das so wird, nicht wahr? Jetzt haben die auf den Philippinen und in den USA ein paar stärkere Stürme, Pech gehabt. Ja, wir haben auch mal immer mieses Wetter gehabt und schlechte Laune. Uns trifft's ja auch. Hier im letzten Jahr kam es ja schon hier. Hurricane Irma fegt über die Domrep, deutsche Urlauber in Todesangst. Da haben wir zu Hause erstmal versucht, das Karibik-Feeling zu bekommen und sind erstmal zu Penny. Da gab's Bananen für 1,59. Ja, und einen Monat später war der Orkan bei uns. Orkandrama in Deutschland. Mindestens 7 Tote. Da sind wir zu Penny gegangen, da kosten die Bananen nur noch 89 Cent. Ja, die waren von den Bäumen geweht. Und im Januar Todesorkan walzt über Deutschland, da hatten die bei Penny schon gar keine Bananen mehr. Ja. Und im gleichen Moment streicht die GroKo ihre Klimaziele für 2020. Ja, und jetzt ist es so heiß, das wird mir langsam zu heiß. Also das ist ja nicht nur Chemnitz, das ist ja nicht nur Köthen, das ist ja nicht nur der Hambacher Forst. In Bamberg brennt das Ankerzentrum. In Berlin, da wird so viel heiße Luft produziert. Also allein die letzten Tage, ich habe gesagt, ich höre auf mit Kabarett. Ja, das bringt's doch nicht mehr, das machen die doch besser. Also das ist doch, ja, bitte. Andrea Nahles und Horst Seehofer, die arbeiten nach dem Heißluftballonprinzip. Je mehr heiße Luft, umso höher steigen sie auf. Die platzen. Ja, der Seehofer hat auch schon lange seine Obergrenze erreicht. Das stand sogar schon im Spiegel, dem ehemaligen Nachrichtenmagazin. Der Gefährder. Ja, der Gefährder, der müsste vom Verfassungsschutz überprüft werden, wenn man da, das ist doch, wie der schon gesagt hat, ja, nicht die Migration ist die Mutter aller Probleme. Da habe ich gesagt, da muss man bei Seehofer sofort einen Vaterschaftstest machen. Der ist doch, ja, wie der gesagt hat, gleich als Heimatminister hier sofort der erste Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland, da war ich erstaunt. Seehofer hat doch mit dem im Islam üblichen Vielweiberei hat er doch fruchtbare Erfahrungen gemacht, ja? Also, das. Ja. Und Frau Nahles, die Radikale im öffentlichen Dienst. Der Maaßen muss weg und er wird gehen. Und dann ging er nicht, ja? Da ist er hochgefallen, ja? Da stand nachher hier in der Niederlage. Geht gar nicht. Maaßen geht gar nicht. Das ist ein klebriger Typ. Ja, weggucken, da kommen sie in diesem Land weiter. Der hat jetzt mit gesehen, nicht? Anschlag auf das jüdische Restaurant in Chemnitz, das
hat er gar nicht mitgekriegt. Nö, ja, 4 antisemitische Anschläge am Tag haben wir in Deutschland, das kriegt er gar nicht mit. Ja, der ist hier damals Amri, ja, im Berliner Weihnachtsmarkt, da der im Umfeld war kein Verfassungsschützer. Ha, das habe ich 3 Wochen nach dem Anschlag hier schon in der Bild gelesen. Skandalakte Amri, V-Mann fuhr den Terroristen nach Berlin. Da hat der Verfassungsschutz guten Islamist, weiß von Hause aus nicht, wo der Weihnachtsmarkt ist. Das muss ihm jemand sagen. Der Verfassungsschutz. Wir haben ja gleich einen Untersuchungsausschuss gemacht. Machen wir immer. Ausschuss ist ja das richtige Wort. Ja, da stand dann 3,5 Monate später hier Amri-Skandal. Terrorist nur Montag bis Freitag überwacht. Ja, dann macht der Verfassungsschutz Wochenende. Ja, ja dann. Dann fahren die nach Chemnitz und machen AfD-Werbewochen. Nicht wahr? Das wird dann im Fernsehen rauf und runter besprochen und das hilft. Ja, die AfD ist inzwischen 2. stärkste Partei in Deutschland und im Osten ist sie die stärkste Partei. Ja, der Verfassungsschutz, den müssen wir abschaffen. Ja, in Chemnitz war nichts los, deswegen war da keine Polizei. Die Polizisten, die waren im Hambacher Forst und haben die Leute von den Bäumen geholt, damit wir weiter braun verkohlt werden. Also, das ist ja nicht, da wird abgeholzt, da stand hier in der Taz auch sehr schön, lieber den Horst absägen. Das wäre mal, ja, nicht? Ja, der. Ist doch wahr. Wer schützt uns denn vor diesem Heimatminister? Die Bundeswehr? Die Deppen fackeln in Meppen das Land an, was sie schützen sollen. Ja, das ist doch unmöglich. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Das wird langsam unangenehm, das Klima, ja. Dann wird aus dem Land ein einziges Gauland. Nicht der Gauland, der gesagt hat, die Nazi-Zeit, das war ein Vogelschiss. Da will ich nicht dabei sein, wenn diese Vögel nach oben kommen, was die für eine Scheiße machen. Also, das ist doch unglaublich, ja. Ich halte das nicht mehr aus. Hier steht doch die Folge schon in der Zeitung. Der Südpol zerbricht. Dann ist der Nordpol auch bald dran. Da sagen die Leute, Nordpol, Südpol, was interessieren mich die Polen? Ja. Gute Nacht. Der ganze Kram hier soll weg, also, Befehl der Bundeskanzlerin. Es muss umdekoriert werden, aber mit Liebe. Ja gut, dann mache ich aus dieser sächsischen Heimatbau den Zwingerclub. Sie wissen ganz genau, was Frau Merkel mit Liebe gemeint hat. Ich weiß vor allem, was sie mit Liebe nicht gemeint hat. Liebe in der Politik, Zugewandtheit zu den Menschen. Schluss mit dem kühlen Neoliberalismus. Es lebe der heiße Emotionalismus. Ah, also Moment. Gefühlsduselei in der Politik ist aber doch ein bisschen eklig. Herr Frohwied, was sind denn die Augenblicke, wo Sie sich in Ihrem Leben am meisten, am intensivsten erinnern? An eine interessante Statistik? An ein Sachbuch? Oder als Sie, der Tag, an dem Sie den tendenziellen Fall der Profitrate begriffen haben? Da weiß ich gar nicht, was das ist. Nein, es sind doch die Gefühlsmomente, die Glücksmomente, der Tag, wo die das erste Mal sich verliebt haben. Der erste Kuss. Der letzte Sex. Bitte keine Details. Politik muss auf die Menschen zugehen. Sie muss sie erreichen, ob in Ost und West, nicht nur in den Köpfen, sondern in den Herzen. Meine Güte, Herr Bild, Sie machen hier immer einen auf beinharten Pförtner. Und jetzt plötzlich sind Sie hier so eine Emotionsschleuder wie Carmen im Nebel. Frei nach Kurt Tucholsky. Küsst den Gauland, wo ihr ihn trefft. Ihr müsst ihn umarmen, so macht ihr ihn bewegungsunfähig. Was ist denn nur, Herr Frohwied? Machen Sie mit bei meinem weltoffenen sächsischen Heimatabend, wo wir die schönen Sachsen feiern, ihre Großherzigkeit, die überbordene Intelligenz und den eierschäckigen Humor. Ja, jetzt komme ich mir endgültig vor wie im Rosamunde-Pilcher-Film. Also bitte, nein. Ja, aber das ist doch genau das, was ich Ihnen die ganze Zeit sagen will. Der sächsische Heimatabend fällt aus. Wir sollen umdekorieren auf Oktoberfest. Okay, da brauchen wir Brezeln, Bier und Leberkäse. Ja. Was? Wieso jetzt Oktoberfest? Naja, wegen der Landtagswahl in Bayern. Die Demokratie ist in Gefahr. Ja, in Bayern. Nein, in ganz Deutschland. Entschuldigung, inzwischen haben wir so Verhältnisse wie in der, wie heißt denn die Stadt, die Sie auch in der FDJ immer besungen haben? Ach so, Weimar jung sind, ist ja. Die Welt so schön. Genau. Weimarer Republik, ja? Die Weimarer Republik und die Berliner Republik, die haben inzwischen eins gemeinsam. Das Staatsversagen. Und wenn das so weit kommt, dann sind wir aber alle gefordert. Denn von wem geht die Macht aus? Vom Volk. Ja, aber wo kriegen wir jetzt Unmengen von Leberkäse her? Ich fahre nicht wieder los. Ja. Nee, Frohwied, müssen Sie auch nicht.
wenn wir die Eierschecke lange genug stehen lassen, wird am Ende Leberkäse draus. Aber Herr Böll, so können wir doch den Abend nicht enden lassen. Ich meine, Sie haben doch gerade gesagt, nur mit Liebe lässt sich etwas verändern. Ja. Und ich meine, Liebe geht doch bekanntlich durch den Magen. Ja. Verstehen Sie? Wir teilen mit denen. Ich hätte nie gedacht, dass aus Ihnen mal ein Sozialist wird. Meine Damen und Herren, das erste Mal in Deutschland und im deutschen Fernsehen. Eierschecke gegen Recht. Hashtag ist du. Meine Damen und Herren, das war Kanzleramt Pforte G. Unsere Gäste waren heute der Wahlsachse Matthias Tretter und der Ur-Berliner Arnulf Rating. Treffen Kanzleramt sehen Sie am 25. November um 22.10 Uhr hier im NDR Fernsehen. Und bis dahin denken Sie dran, alles, was Sie heute gesehen und gehört haben, das bleibt unter uns.